weiß nur noch nicht wo. Vielleicht doch hier noch mal was. Aber ich kenne den Code doch gar nicht. Ach, das war der Code. Okay, ein Kreis. Ein komischer Blitz und ein... Egal. Kreis. Komischer Blitz. Egal. Ich habe eine Urne. Mensch, toll. Ein Saugnapf. Ich weiß zumindest, was ich mit dem Saugnapf mache. Urne. Okay. Oh, die durch die Spiegel geleiteten Lichtschranken zeigen auf etwas. Und plötzlich liegt da etwas. Ah! Ach so, ich verstehe. Wenn ich jetzt hier blau und hier gelb mache... Verstehe, verstehe. Rot und blau. Ich habe es am Anfang überhaupt gar nicht gerafft mit den Spiegeln, aber ja, war eigentlich total simpel. Ob dieser Vampir diesen Ort erbaute, um seine Opfer zu verstecken? Eine Pistole mit Silberpatronen. Wir lassen die Pistole liegen, nehmen nur das Silber. Toller Plan. Wie furchtbar. Der Vampir sperrte sie ein wie ein Tier in einem Käfig. Die reagiert auch gar nicht auf uns. Ohne Dietriche bekomme ich das nicht auf. Weißt du, die ruft nicht um Hilfe, sagt nichts, liegt da halt so ein bisschen rum, guckt dumm aus der Wäsche. Ein Haarband. Das da? Nein. Ich habe teilweise Probleme, Haarbänder zu erkennen. Weil ich selber keine nutze. Achso. Ein Kleeblatt. Ein Zahnrad. Eine Flasche. Ein Abakus. Eine Pfeile. Na, wir bekommen die Pfeile. Geldbörse.
zu dem Grashüpfer und ich zucke immer so, weil da ist ein Viech. Da ist ein Viech. Aber es sind alles leider keine Gras. Das ist doch auch kein Grashüpfer. Sollst du ein Grashüpfer sein? Ja. Schriftrolle. Taschentuch. Solche Koffer haben meist Geheimtaschen. Ich sollte den Stoff aufschneiden und nachsehen. Ein Brief. Ach ja, man kennt ja den geheimnisvollen Frosch in der Seerose. Hat auch magische Kräfte. So, und die Pfeile... Also hier den Stock kann man da erstmal reintun. Und die Pfeile brauchen wir hier. Was hinter einem alten Vorhängeschloss alles versteckt sein kann. Ein Schädelknopf. Dann würde ich aber erstmal das gesamte Dorf hier versammeln. Moment, ist hier was? Ja. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass dieses Wimmelbild wieder aufgeht. Ein Federkiel. Ein Schlüssel. Eine Sanduhr. Birnen. Hafer. Kerze, Perle. Ist alles irgendwie sehr nah beieinander, habe ich das Gefühl. Handglocke. Geigenbogen. Drachenhebel. Wo denn? Ach, da unten. So, jetzt brauche ich einen Stift oder sowas. Oder ich blätter einfach die Seite um. Und eine Flagge. Können wir die hissen oder malen oder so? Ah. Na klar. So, Drachenhebel. Hebel in der richtigen Position befinden. Okay, wenn er also blau leuchtet. Also sind wir... Achso, ich kann ihn nur mit... angrenzenden tauschen. Aha. Wachs ist sofort geschmolzen. Ich hab da drauf geklickt. So, jetzt kann ich den Totenkopf da einsetzen.
Also kann man mit den Zutaten auf dem Tisch ein Gegenmittel für Vampirbisse herstellen. Es ist zu spät, zu spät. Ich bin zu einem Monster geworden. Vampir bei Nacht, Mensch bei Tag. Der Hunger verzehrt mich. Das Buch über Unsterblichkeit stahl meine Seele. Ich wurde davon abhängig und befolgte alle Anweisungen. Ich brachte Menschen um. Durch das Blut konnte ich mich in eine Fledermaus verwandeln. Meine Macht wuchs mit der Zahl meiner Opfer. Ich habe einen Trank gefunden, der Vampirbisse heilt, aber würde ich ihn überhaupt benutzen wollen? Der Vampir wusste von dem Gegenmittel, aber er wollte Mary gar nicht retten.